Hallo, hier ist Ralf von Nördeland, heute hier aus dem Schwarzwald bei uns vor der Haustür. Und ich habe euch einen relativ einfachen Tipp heute mitgebracht, und zwar, wie kann ich ein Kodeblatt als Biwaksack verwenden? Beziehungsweise weniger das Wie, als kann ich denn ein Kodeblatt als Biwaksack verwenden? Ich sage immer ja, es ist ein Baumwollstoff, der hat eine gewisse Imprägnierung. Es tut ihm nicht gut, wenn er im Dreck liegt, wenn ich drauf sitze, wenn ich die Kodeplane als Zelt aufbauen würde. Würde ich immer versuchen, möglichst wenig Bodenkontakt und vor allen Dingen möglichst wenig, also eigentlich gar nicht irgendwie Druck drauf zu bringen, dass ich drauf stehe oder schon irgendwie, weil an diese Zelte kann so ein Baumwollstoff schnell undicht werden. Trotzdem, ich kann dieses Kodeblatt kann es halbieren, kann es vom Kopfende her entsprechend zuknöpfen und dann einfach hier wie in einem recht geräumigen Schlafsack kann ich dann hier reinlege. Ich kann hier auch das Oberteil noch zumachen. Ich kann hier auch mein Gepäck noch mit in diesem Biwaksack unterbringen und habe so doch einen vernünftigen Wetterschutz. Das einzigste Problem ist, auch wenn die Zeltplane gegen Regen dicht ist, also auch gegen Steigregen, da hält das Material einfach alles ab, was so an Witterungsverhältnissen auf einen zukommt. Sobald ich aber einen feuchten Boden habe und ich liege dann drauf, dann ist der Druck zu hoch. Das heißt, die Bodenfeuchtigkeit wird durchgedrückt. Sprich, ich brauche immer eine Unterlage, die mich vom nassen Boden trennt. Entweder ich bin in der glücklichen Lage und habe eine Isomatte mit dabei in meinem Rucksack und ein leichter Schlafsack, mein Kodeblatt. Dann kann ich ein super bequemes Ein-Personen-Biwak aufbauen. Ich würde zur Not auch zu zweit reinpassen, wenn es denn drauf ankäme. Wenn ich jetzt keine Isomatte als Unterlage habe, dann bietet sich natürlich an, aus Reisig und anderen Materialien, die ich im Wald finde, so eine Unterlage zu bauen, dass ich vom Boden wegkomme. Das heißt, dass ich keine Drucknässe vom Boden kriegen kann. Aber dann steht eine bequeme Nacht in diesem Kodeblatt, steht eigentlich nichts im Wege. Probiert es aus. Im allerschlimmsten Fall, was euch passieren kann, ist, dass ihr das Kodeblatt ordentlich sauber bürsten müsst und eventuell nachher es eine neue Imprägnierung braucht. Aber so letztendlich kann ich dem Material wenig schaden. Testet es, probiert es aus. Erzählt uns von eurer Nächte draußen mit der Kode, sei es allein, sei es zu zweit, sei es in welcher Konstruktion auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr ein YouTube-Abo da lässt oder einen Daumen hoch für unser Video. Dann spannen wir uns das an, weiterzumachen mit unseren Videos. Bis dahin, sage ich Tschüss, euer Ralf von Jördeland.